Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen zur nächsten Mod-Vorstellung für Transport Fever 2 auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich wieder was vom guten Imgur Dokano zusammen mit dem Ice Master. Die haben nämlich zwei Stellwerke für uns entworfen, basierend auf den Stellwerken Geislingen und Kienbach für H0-Anlagen, also Modellbahn von der Firma Kibri. Und ja, die haben ziemlich viele Einstellmöglichkeiten und sind wirklich schick geworden. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Sind im Steam Workshop erschienen. Den Download-Link packe ich euch natürlich unten in die Videobeschreibung. Dort findet ihr auch den Link zum Community Discord. Und ja, dort sind wir schon einige Mitglieder. Ist ein Discord erstellt von der Community für die Community. Also es ist nicht mein eigener, sondern der wurde von zwei Mitgliedern aus der Community aufgesetzt und ja, finde ich relativ cool. Ja, wir gucken uns das Ganze mal an. Ich habe mir hier schon mal was vorbereitet. Normal finden wir das ja hier unter Assets, aber da haben wir nichts. Hier sind keine Stellwerke zu finden, denn diese Stellwerke finden wir hier sogar unter Gebäude. Wenn wir hier zu den Bahnhöfen gehen, sind die hier dabei. H0-Stellwerke Geislingen und Kienbach haben wir hier zwei zur Auswahl. Und ja, welches jetzt welches ist, kann ich euch gar nicht sagen. Auf jeden Fall, guckt mal. Das sieht doch klasse aus, ne? Da oben sitzt sogar einer drin, am Pult. Ja, kann man nicht meckern. Sieht auf jeden Fall mega klasse aus. Haben hier einiges an Einstellmöglichkeiten. Wir haben hier, okay, wenn man hier auf Nein klickt, sieht man dann auch, welches welches ist. Das hier ist von Geislingen an der Steige und das hier Kienbach. Wir nehmen aber erstmal das hier und wir wollen natürlich einen eigenen Namen haben. Das möchte ich euch natürlich auch zeigen. Dann können wir hier noch eine Uhr dran kleben oder halt nicht. Können wir auch weglassen. Entweder die Uhr der Ära C, also modern, oder der Ära A. Eine ganz alte, noch mit römischen Ziffern drauf. Dann nehmen wir Ära C und dann können wir hier auch gleich Gleise hinzufügen. Das ist natürlich auch immer eine super Sache. Einziges Blöde daran ist, dass man da dann, zumindest ist es immer so in der Vergangenheit gewesen, wir testen das gleich, keine Weichen reinbauen kann. Dann können wir hier noch mehr auswählen. Viergleisig, dreigleisig oder halt zweigleisig oder halt gar keine. Wir nehmen jetzt einfach mal vier Gleise oder wir nehmen zwei, das passt. Und dann können wir noch entweder Standardgleise oder Highspeedgleise nehmen, also Beton- oder Holzschwellen. Und wir können hier noch die Länge einstellen, bis zu 60 Meter. Machen wir auch gleich mal. Aber wir nehmen 4. Das sieht halt schon schicker aus. Ne? Ja, machen wir einfach. Und dann natürlich noch Oberleitung an oder aus und ob der Boden angeglichen werden soll. Jetzt bauen wir das erstmal. Und dann seht ihr hier, steht da Edgeberg drauf. Weil wir sind ja hier in Edgeberg. Dort. Das nimmt dann also quasi gleich die Beschriftung des nächsten Ortes, aber wir wollen natürlich, Moment, hier schreiben wir einfach mal drauf, Kassel Hauptbahnhof. Und dann steht da Kassel Hauptbahnhof. Und hier in der Seite ist dann auch gleich das Kürzel der Stadt KA. Natürlich ist Kassel eher KS, aber der nimmt dann wahrscheinlich die zwei Anfangsbuchstaben. Und das sieht super aus. Die Uhr stimmt auch. Wir haben tatsächlich 10 vor 12 abends. Die bewegt sich auch und das finde ich richtig genial. Ich meine, das ist ja jetzt, ne, ist ja jetzt hier, da sitzt einfach einer, aber sitzt zumindest jemand da. Richtig genial. Auch hier die Steuerpulte. Cooles Teil, riesige Antenne oben drauf. Gefällt mir persönlich außerordentlich gut. Eine schöne 70er Jahre Gardinen noch in den Fenstern. Klasse. Jetzt wollte ich gucken, wollte mal testen, kann man hier was verändern? Das geht sogar. Okay, das ist ja mega geil. Ich erinnere nur an die Track Design Patterns aus Teil 1, gibt es ja auch für Teil 2 jetzt. Da konnte man das natürlich nicht, da ging das nicht. Ja, klasse Sache, gefällt mir gut. Und dann haben wir noch das zweite Stellwerk. In roter Optik kann man hier auch gleich mit dran bauen. Dann nehmen wir jetzt mal die Ära A. Auch vier Gleise, auch Highspeed. Da ändern wir jetzt mal nichts. Bauen das hier mit dazu. Und das nennen wir dann
Ups. Nehmen wir dann Kassel Rangierbahnhof. Ist für mich jetzt, wenn man das so sieht, es ist eigentlich so ziemlich das gleiche, ne? Das gleiche Stellwerk. Großen Unterschied sehe ich da jetzt nicht. Kann natürlich auch sein, dass in beiden Bahnhöfen so ein baugleiches Stellwerk war. Aber das hat halt eine rote Backsteinoptik und das eher so eine hellbraune. Auch hier sitzt wieder der Gerd drin. Und passt auf. Ist natürlich auch fürs Filmen klasse, ne? Wenn man hier, setzen wir uns mal rein. Wenn es hier 85 nimmt, kann man natürlich schön auch hier rausfilmen. Schon cool irgendwie. Da muss man sich richtig positionieren. Und da kann man hier aus dem Stellwerk raus filmen. Genial. Geile Teile. Um es mal so salopp zu sagen. Finde ich klasse. Gefällt mir wirklich gut. Ein bisschen rumschwenken. Hinweis hier dran. Schön, schön. Ja. Sehr, sehr nette Mod. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Würde mich über einen Like von euch freuen. Und natürlich, wenn ihr euch die besorgt, lasst den beiden doch auch einen netten Kommentar da und ein Like. Gerade der Like-Button ist ja innerhalb von einer Sekunde gedrückt. Das sollte jeder hinkriegen und das ist es, glaube ich, auch wert. Und ja, in dem Sinne. Viel Spaß damit, klasse Sache. Und die wird auf jeden Fall auf meiner Karte Einzug finden, diese Mod. Bis dann, danke für eure Aufmerksamkeit. Ciao, ciao.